Liebe Freunde, wir begrüßen euch zur zweiten Runde vom YouTube Talk und heute haben wir ein sehr, sehr schönes Thema und zwar reden wir über E-Sport. Ja, und der Buddy ist wieder da, der Nick ist da und diesmal auch Melo Haiwan ist am Start und es geht los. Fass mich nie wieder an. Wenn von Sport die Rede ist, denken wir meist an Fußball, Basketball, Motorsport wie zum Beispiel die Formel 1 oder Kampfsport wie Karate oder Kickboxen. Aber bei zwei Teams, die mit Hilfe von Tastaturen und Computermäusen einen sportlichen Wettkampf bestreiten, gucken viele verdutzt aus der Wäsche. Genau diese Art von Sport begeistert zurzeit Millionen Menschen von alt bis jung. E-Sport. Hierbei treten verschiedene Teams in Videospielen gegeneinander an und es ist alles andere als das gemütliche Gedaddel, was wir von zu Hause kennen. Denn hier sind schnelle Reflexe, taktisches Denken und vor allem Teamgeist gefragt. Die Geschichte des E-Sports reicht bis in die 50er Jahre, wo erste Computerspiele wie Nim, Tic-Tac-Toe oder Schach als Wettkampf ausgetragen wurden. Hierbei bot das 1958 entwickelte Tennis 4-2 Möglichkeiten in Sachen elektronischer Wettkampf. Damit steht die Geschichte des E-Sports der Videospiele sehr nah, denn bereits die ersten Games waren schon auf den Wettkampf ausgelegt. Auch im ersten weltweit bekannten Spiel Pong war es möglich, direkt gegeneinander anzutreten. 1972 wurde auf dem Campus der Stanford University ein organisierter Wettkampf im Spiel Space War ausgetragen. Unter dem Namen Intergalactic Space War Olympics kämpften die Zocker um den ersten Platz in der Bestenliste. Hierbei gewann der Sieger ein Jahresabo der Zeitschrift Rolling Stone. Heutzutage huschen beachtlich größere Gewinnsummen über das Spielpodium. Und dennoch ist nicht begreifbar, warum E-Sport nicht als vollwertiger Sport in Deutschland angesehen wird. Aber wir wollen nicht lange schnacken, mehr dazu jetzt in unserem YouTube-Talk. Und wir hatten euch gebeten, mal eure Meinung zum E-Sport uns klarzumachen. Wir haben viele Videoeinsendungen bekommen und ein paar davon gucken wir uns direkt mal an. Das Tolle am E-Sports ist, dass jeder mitmachen kann. E-Sports hat einen unglaublich hohen Unterhaltungsfaktor. Die Spiele sind schneller und weniger zeitaufwendig. Vergleichen wir Counter-Strike und League of Legends mit Fußball. Da haben wir einfach weniger Zeit pro Spiel, aber trotzdem mehr Momente, wo man für sein eigenes Team jubeln kann. Ich war ja mal bei eSeen und eSeen TV, einem Online-Magazin, was sich fast ausschließlich mit der ESL und Gaming beschäftigt, was eigentlich grundsätzlich schon mal aussagt, dass ich natürlich eSports feiere. Ich meine, ich finde es cool, dass die sportliche Gaming-Szene immer größer und immer beliebter wird, da ich mir das teilweise schon einfach viel lieber anschaue als andere Sportarten, außer auf YouPorn. Ich finde es ganz einfach spannend und was gesagt werden muss, digital sind die Möglichkeiten viel größer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich persönlich finde E-Sports gut und wichtig, um zu zeigen, welches Team denn nun wirklich die Nase vorn hat. Weil ohne solche E-Sports-Turniere wie zum Beispiel ESL würde es nicht wirklich klar sein, ob jetzt Ninjas in Pyjamas oder Fnatic besser ist. Ja, erstmal danke an Chosen, Scratch und das Maro für eure supergeilen Videos und eure Meinung dazu. Die Links von den Kanälen der Leute sind in der Videobeschreibung. Ja, E-Sport. Wann hatte man so die ersten Kontakte mit E-Sport? Ich glaube, also das erste Mal, wo ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, war, glaube ich, Counter-Strike. Das hat so E-Sport für mich in die Öffentlichkeit so ein bisschen getragen, ne? Ja, für mich war es ganz klar durch den damaligen Fernsehsender Giga. Darüber bin ich auf jeden Fall so mit E-Sports das erste Mal, dass ich so weiß, dass da so ein dass es so eine Liga gibt und dass das so voll professionell betrieben wird, in Kontakt gekommen. Also klar, Counter-Strike war natürlich von Anfang an auch da bespielbar, glaub, aber auch Warcraft 3 oder Starcraft halt, ne? Aber Counter-Strike, ich denke mal, das war das Spiel, was das so das erste Mal wirklich in die Öffentlichkeit getragen hat. Mit Hilfe von der ESL. Und dann hast du auch mal so über Counter-Strike dann gehört alles. Und selber gespielt irgendwann. Counter-Strike auch selber gespielt dann und dann kann man natürlich dann mal, wenn du mit deinen Homies da so ein bisschen gezockt hast, ne, und du hast dann auf einmal gegen einen Clan gespielt, dann wusstest du schon, oh, jetzt sind wir am Arsch. Ja, und dann kam das irgendwie so nacheinander, ne, so man hat dann gehört, oh, da gibt's Teams, große Teams, die gegeneinander spielen und in Turnieren und so. Und auch besonders im Ausland, ne? Nicht nur hier in Deutschland, also in Korea beziehungsweise fernöstlichen Ländern und auch in den USA mittlerweile ist das ja ein Riesengeschäft. Wenn man da gesehen hat, ja vor ein, zwei Monaten in Katowice, wir hatten berichtet. Avuper Redline, Big Biceps, Avuper, Big Biceps, Big Biceps, das war der beste Beitrag. Also, da war ja richtig die Hölle los, oder? Wir waren letztes Jahr im Dezember, glaube ich, an den EPS Finals, die jetzt auch bald wieder sind. Da war ja also, im Endeffekt ist ein Riesengeschäft da drin und wenn du ganze Stadien irgendwann auch füllen kannst, im Endeffekt hast du
fast genauso ein großes potenzielles Publikum wie Also ich muss sagen, dass Fußball. Sich das hier in Deutschland auch schon sehr, sehr krass entwickelt, weil vorher waren es ja einfach nur so kleinere Locations, wo die gegeneinander so Studios und jetzt mittlerweile wirklich dann schon so Arenen füllen. Ja, wir sagen hier nochmal ESL One in Lanxess Arena. Ja, ja, August. Genau, genau, ne? Richtig. Also das ist schon sehr nice. Prost. 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 Gut. Gut. Der Italiener mit dem Cappuccino-Becher. So, Cappuccino drin. Capo Birra. Wobei es ist ja auch sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Ich denke mir auch so, innerhalb dieser E-Sport-Community ist man sich sehr uneins darüber, was überhaupt passieren soll. Es gibt so viele verschiedene Veranstalter, die sich alle irgendwie nicht gegenseitig teilweise auch unterstützen, sondern auch gegeneinander sind. Da hat man dann so große Firmen wie die ESL, die eigentlich potenziell Marktführer ist, aber auch ganz viele kleine interne Sachen. In Deutschland, hier, wie mein schlaues Handy sagt, ist immer so die Frage, soll E-Sports als Sport angesehen werden? Ne? Man sagt man muss ja motorisch und kognitiv da irgendwie ein bisschen auf der Höhe sein, das ist ja anstrengend. Mhm. Ja. Aber in Deutschland ist es ja noch nicht anerkannt, aber in Ländern eben wie Brasilien oder im asiatischen Bereich gilt es als sogar offizieller Sport. Und wir haben auch gerade wen in der Leitung, das ist der Shadowman. Den Link übrigens auch in der Videobeschreibung. Wir stellen den jetzt direkt mal durch. Der ist nämlich durch Leitung 5 gekommen. Servus SWAT-TV. Meine Frage ist, sollte die hiesige E-Sport-Szene darauf hinarbeiten, als Sportart anerkannt zu werden? Oder sollte sie doch Breitensport bleiben? Ja, Sport offiziell anerkennen oder nicht? Makatze, was sagst du? Also, eigentlich schon. Weil Schach wird ja auch irgendwie, ne, anerkannt und gerade da dieses taktische Denken, schnelle Reflexe und auch Teamgeist sehr gefragt ist, warum nicht? Ne? Das ist ja auch immer noch die Frage, warum das hier nicht so anerkannt wird, weil wahrscheinlich die meisten denken, ja, das sind nur irgendwelche Hiopais, die zocken Videospiele, ja, weil man kennt das ja, ne? Der dicke Gamer und der Sportmensch, ja, also das sind ja zwei Welten, die gar nicht zusammenpassen, so eigentlich, an sich eigentlich. Wobei dieses Klischee ist ja mittlerweile eigentlich, es gibt so viele Casual-Gamer, die Wii hat es vorgemacht, selbst die Mädels, die hängen davor mit ihrem, aber ich glaube, es liegt einfach viel mehr daran, dass man mit Sport vom Gedanken was Körperliches macht. Ja, genau, wie Fußball, Basketball, Laufen. Ja, aber es gibt ja genug Sportarten. Ja, ne? Ja, das ist ja nicht richtig. Aber allein jetzt da, das ist voll im Kommen, aber guck mal, wer auf der Bühne steht. Ne? Da liegt die 180! Körpergewicht oder 100, ja, die werfen ihr eigenes Körpergewicht. Hä? Ja, wenn die da ihre 180er und 140er werfen, so viel wiegen die. Okay, gut. Ja. Ich denke, ich verbinde mit Sport ja nicht nur was Körperliches, sondern auch, wie muss ich mich da reinhängen? Das Training, die Jungs, die trainieren jeden richtig, Tag. Richtig. Ne? Auch wenn, klar, es macht denen Spaß, aber du kannst mir nicht erzählen, dass ein Fußballer seinen Sport nicht Spaß macht. Ja, die müssen da Leistung bringen und im Endeffekt ist diese Leistung das, was entscheidet über Erfolg und kein Erfolg ist. Ja, zum Sport gehört natürlich auch eine Berichterstattung, eine ausführliche Berichterstattung. Und dazu haben wir jetzt mal den Chrome, der uns jetzt mal was dazu erzählt. Nach 15 Jahren, die ich jetzt im E-Sports aktiv bin, kann ich sagen, dass wir einen stetigen Wachstum haben, aber eher global gesehen. In Deutschland ist es schwierig. Man kann auch nicht sagen, dass es rein jetzt Politikerprobleme sind oder dass sie die geschaffen haben, sondern die deutsche Community ist daran nicht ganz unschuldig. Das fängt damit an, dass der typische deutsche Gamer der Meinung ist, nicht gemeckert ist genug gelobt. Es gab einfach einen Haufen Leute, die sich den Arsch aufgerissen haben, gerade die Caster. Und wir hatten so viele deutsche Caster, die ihre Freizeit investiert haben und ihren Herzblut reingesteckt haben. Und was man von Seiten der Community gehört hat, war das Einzige, das ist scheiße, dies finde ich scheiße, was hat der denn da gesagt? Ja, und es gab deswegen Caster, die dann, obwohl sie gut waren und sich verbessern wollten, sich dann irgendwann gesagt haben, warum soll ich jetzt meine Zeit da investieren, wenn ich von den Seiten der Leute einfach eh nur Gemotze bekomme. Ja, ich denke, das ist von Chrome echt eine Sache, die wirklich sehr kontrovers ist. Die kann diskutiert werden. Also wenn man sich so die Mühe macht und das so aufzieht und dann natürlich von den deutschen Kartoffeln, wie wir uns alle kennen, nur Gemecker kommt. Ne? Mecker, Hallo. Mecker, Mecker. Das ist ja immer so. Ne? Egal, was die Deutschen machen, es gibt immer irgendwas zu kacken. Das ist so. Ja, das ist auch in vielen anderen Bereichen so. Ne? Ja. Ich meine, man guckt sich das dann an und dann sieht man irgendwie was anderes. Das ist ja, das kannst du sogar übertragen auf den Fußballkommentatoren. Marcel Reif wird auch nur kritisiert und alle, die kritisieren, keiner von denen könnte es besser. Ne? Nicht, dass ich Marcel Reif mag oder so. Ich gehöre ja selber da. So wird es halt gemacht. Und so ist es auch bei den E-Sports-Kommentatoren. Die gucken sich halt die Spiele an und denken sich dann so, wenn er dann was redet, der muss ja halt Sekunden genau auf das, was passiert, muss der agieren und was reden. Ja. Und es gibt immer Leute, die da meckern. Das kannst du auch alles übertragen. Ich kenne das ja auch noch von früher. Also ich
bin ja selbst mal reingerutscht in die Szene. 13, 14 angefangen, Counter-Strike zu spielen. Irgendwann hat man dann auch was von der ESL gehört. Und ja, dann hat man da mal mitgespielt, ab und zu auch. Und dann auch die ganzen großen Spiele verfolgt. Grundsätzlich, klar, am Anfang, wenn man damit anfängt, mit diesen Spiele kommentieren, da waren auch viele dabei, die nicht wirklich Ahnung von dem Spiel hatten. Aber da muss man sich auch erstmal reinfinden. Vor allem am Anfang, klar, hat man seine Schwierigkeiten. Ein Fußballkommentator, der gerade anfängt, der fängt ja auch irgendwo an. Ich habe ja auch mit Knochen mal drüber geredet, vielleicht können wir das mal einspielen. Wie sprichst du, kommentierst du die Sachen, versuchst es eher auch verständlich zu machen für Leute, die vielleicht das erste Mal heute hier sind? Wir machen eigentlich immer so einen ganz guten Mix. Natürlich schon mehr auf die Kernleute, die halt immer zuschauen. Aber meistens versuchen wir auch nochmal so ein bisschen Sachen rauszuarbeiten oder zu erklären für Leute, die dann das erste Mal wirklich dabei sind. Einen Mix zu finden zwischen den Leuten, die sich wirklich damit auskennen und die gerade einfinden. Ja. Weil du versuchst natürlich auch als Kommentator den Leuten das näher zu bringen, die gerade das erste Mal zuschauen. Ich denke mal, besonders Leute neu ranzuführen ist echt mega schwer und dabei nicht gleichzeitig die Leute zu enttäuschen, die da wirklich jedes Mal zugucken. Ja, ja, richtig. Anderer Punkt, der mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, ist, dass du hast kleinere Events, besonders aber bei größeren Events, solltest du natürlich fachlich kompetent sein. Da muss ich schon recht geben. Ja, auf jeden Fall. Wenn du da in Katowice streams und sowas und da Scheiße laberst. Das könnte natürlich schnell das Genick brechen. Aber über die Jahre hat sich das ja, sag ich mal, verbessert. Ja, klar. Es war von Anfang an, meiner Meinung nach, nicht schlecht. Ja, das fing auch schon damals an, um 1900. In den 50ern oder so. Damals noch bei auf dem Computer echt auf in NIM spielen, Tic-Tac-Toe und Schach. Im Prinzip her war das klar, Competition, Wettkampf. Erst Counter-Strike, Warcraft, Starcraft und es gibt LOL, viel mehr. Also die Kultur ist riesig, fassen wir das mal so. Man kann gut sagen, dass eigentlich die Geschichte der Videospiele und des E-Sports eigentlich genau gleichzeitig angefangen. Hammer, ey. Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie nichts für mich. Ich würde lieber dein Geld ehrlich verdienen. Ehrlich verdienen. Hier sitzen. Auf der Straße den Arsch hinhalten und so. Ich bin Hobby-Prostituierte und Meisterprobier. Wir unterstützen dich auch dabei. Ja, die Frage ist natürlich, wie kann man E-Sport unterstützen? Und genau dazu hat uns der Petrov was geschickt. Jo Leute, hier ist Petrov von Saure Äpfel und im Vergleich zum amerikanischen E-Sport ist es ja in Deutschland ein bisschen mickrig. Es wäre eigentlich gut, wenn ihr es so ein bisschen mehr unterstützen würdet. Und da wäre meine Frage jetzt, wie kann man das am besten tun? Ja, danke Petrov von Saure Äpfel. Auch dein Link unten in der Videobeschreibung. Leute, an euch die Frage. Indem man da hingeht zu den Events, indem man die Streams schaut. Ich finde das saumäßig schwer, weil die ganzen Streams sind ja eigentlich kostenlos. Nichts ist kostenlos. Wenn du Streams schaust von den Profi-Gamern, ja, weil es gibt viele, viele Profi-Gamer, die auch in der ESL aktiv sind und sonst irgendwas, die auch täglich auf Twitch streamen, dass du ja Werbung schaust. Und die meisten von den Großen sind ja auch Twitch-Partner. Die müssen gar nicht großartig auf Twitch aktiv gewesen sein. Du bist sofort Partner, du kannst sofort deinen Sub-Button einrichten, du kannst sofort Werbung schalten, wie du willst. Und in dem Sinne ist es ja nicht kostenlos. Du schaust ja die Werbung an. Könnte man das in Deutschland jetzt zum Beispiel oder auch Europa, wo es halt nicht so anerkannt wird, halt den Leuten nahe bringen und sagen so, ey, das ist gar nicht so bescheuert, wie die meisten denken. Durch so einen Talk zum Beispiel. Ja. Durch so einen Talk? Ja. Ich finde, das ist aber eine saumäßig schwierige Frage, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ja, das ist aber nicht für die PR-Abteilung von der ESL. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt vielleicht Freunde daran führen und wirklich stetig Zuschauer sein. Mhm. Und vor allen Dingen, aber was der Chrome vorher schon angesprochen hat, den Castern auch mal wirklich zu sagen oder zu schreiben, ey, das ist klasse, was du machst, weil mich persönlich würde das motivieren. Oder wenn ich Kommentare auch lese, ne, ey, das ist geil, das Video, was er gemacht hat, dann hat man Spaß daran. Ja. Und ich denke, dieser Zusammenhalt innerhalb der Community ist saumäßig wichtig. Also grundsätzlich, wenn einem was gefällt, dass man vielleicht andere Leute darauf aufmerksam macht, weil es gibt so viele Social-Media-Seiten, Twitter, Facebook, selbst auf YouTube irgendwie ein Video liken oder so, dann sehen nachher Leute, wenn die auf dein Profil gehen, dass du das Video geliked hast oder sonst irgendwas. Lobbyarbeit. Ja, also wenn man das einem gefällt, wenn man das unterstützen möchte, dann nicht nur da sitzen und sich dann nachher beschweren, dass es nicht läuft. Mhm. Ja. Wenn du dich beschwerst und dann kommt nichts, ja, das ist dann, genau, dann passiert nichts. Also fass mal zusammen, eine Community muss an einem Strang ziehen, sonst funktioniert das nicht. Das ist auf jeden Fall. Cool. Ne? Wir haben jetzt auch eine Einsendung vom Malte von Level 10 Online und der redet mal real shit. Ich wurde gefragt, was halte ich von E-Sports? Und ich kann nur sagen, liebe Leute, E-Sports ist so ziemlich die Creme de la Creme von dem, was die Gaming-Welt da draußen zu bieten hat. Das ist nicht so eine weichgespülte Minecraft-Pussy-Scheiße wie hier auf YouTube, sondern das sind richtig harte Jungs und Mädels, die es mal ordentlich krachen lassen. Und das, liebe Leute, finde ich absolut mega geil. Wir haben es ja jetzt in Katowice in Polen gesehen. Und ich will ehrlich gesagt mehr davon,
auch in Deutschland. Schade, dass in Deutschland immer noch so viele Leute einen Stock im Arschloch kleben haben und das ganze Ding einfach nicht zu schätzen wissen. So, während das Video lief, haben wir mal nachgeschaut. Wir haben keinen Stock im Arsch. Ist eine harte Meinung. Was haltet ihr davon? Also, ich fand das Video sehr geil. Ich sag mal so, ich zock gerne, zock viel, alles Mögliche, aber mich speziell auf jetzt ein Spiel, bin eher der so eine Jogginghose, Couch, Konsole an und gammeln. Sehr interessant, was er angesprochen hat. Einfach diese Kontroverse zwischen Leuten, die mal spielen und Leute, die das wirklich zum festen Hobby machen oder Lebensinhalt teilweise ne? Dass die da aufeinander prallen, ne? Jeder, der besser ist als ich, hat kein Leben und jeder, der schlechter ist als ich, der ist ein absoluter Noob. Das ist die Aufteilung. Also was am E-Sport auf jeden Fall nice ist, dass, was der Chosen schon gesagt hat, ist, dass zum Beispiel Leute mit einem Handicap trotzdem sich an sowas beteiligen können, in diese E-Sport-Szene reinkommen können, Freunde finden können und da trotzdem noch quasi ihr Ding durchziehen, obwohl sie halt jetzt keinen Fußball spielen können oder Basketball oder was auch immer. Letztens habe ich einen Streamer gesehen, der auch professionell CSGO betreibt, ohne Arme und Beine. Der hat mit dem, der hat halt so Stummel halt, ne, so ein bisschen. Ja. Und damit hat er halt die Pfeiltaste und so bedient und damit konnte er halt laufen, mit dem anderen Stummel die Maus und so. Das war krass, ihm zuzugucken und der ist verdammt gut. Der ist besser als 90% der ganzen Counter-Strike. Weil er wahrscheinlich komplett da drauf so. Der spielt schon 15 Jahre Counter-Strike. Ich habe mir den Kerl lange angeguckt. Super Kerl, super Streamer. Ich weiß gerade leider einfach nicht mehr den Namen. Aber wenn wir den finden, auf jeden Fall unten. Auf jeden Fall vollsten Respekt an den Kerl und auch an jeden anderen, der sowas macht, sich einfach von nichts zurückhalten lässt. Ja, genau. Und das ist das Coole an dem Ganzen. Die Frage ist einfach nur, dass dann halt so diese altbacken, ältere Generation jetzt sagen, ne, dass sie das halt nicht ansehen als Sport, dass das halt einfach nur kindliches Gedattel ist. Ich denke, würden sich diese Leute da mal wirklich so ein Event reinziehen und sehen, was da für eine Action abgeht bei den Leuten. Mit Arbeit. Dieser Teamgeist und das ist schon heftig. Ja, da kann so ein popeliger Schachspieler aber auch nicht mithalten. Ja, so darfst du aber auch nicht kommen. Du musst den anderen ja auch Respekt bieten. Ja, sicher. Kannst nicht sagen, popeliger Schachspieler. Ja, das war's jetzt von unserem YouTube-Talk. Thema E-Sport und möchtet ihr alle nochmal ein Fazit abgeben? Ich fange einfach mal mit Nick an. Ja, also ich habe generell Spaß, den Leuten dabei zuzusehen, wenn sie E-Sports betreiben. Für mich selber ist es auf dem Level wie nichts. Also ich bin auch eher so Casual Gamer, wenn ich überhaupt mal zum Spielen komme, ich arme Socke. Aber immer wieder beachtlich, wie die Leute wirklich noch so das Letzte aus solchen Spielen rauskitzeln, wenn sie sich damit richtig beschäftigen. Das hat schon Sehnheitswert, sag ich mal jetzt so. Mhm. Ne? Ist sehr, sehr unterhaltsam und auf jeden Fall für mich ist es, wenn man der Argumentation nachgeht mit dem Schach oder Dart, ist es für mich auch Sport und eine tolle Sache und wird sich auch weiterentwickeln, zwangsweise. Ja, also ich stimme dir voll zu. Ich bin eigentlich auch nur so ein ganz normaler Zocker, der alles Mögliche spielt. Aber was mich so beeindruckt ist, dass dieser E-Sport jetzt halt schon wirklich Arenen füllt. Da hätte ich nie gedacht, dass irgendwann mal so eine ganze Halle wie bei einem Konzert gestürmt wird, dass da alle, also das finde ich echt faszinierend und richtig geil und ich würde mir auch echt mal gerne so eine Meisterschaft in so einer Arena angucken, das wäre bestimmt richtig nice. August, Lanxess Arena. Auf jeden Fall. Wir sind da. Ja, an sich, Thema E-Sport, ich war ja selber ein bisschen aktiv damals. Ab und zu spiele ich auch mal wieder. Ich spiele seit ein paar Tagen wieder CSGO und es macht auch Bock, diese Wettkampfsachen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann fangt früh damit an. Aber vernachlässigt nie die Schule, das ist mein absoluter Ernst. Der Moralapostel. Keine Macht in Drogen. Was ich so als Fazit sagen kann, E-Sport ist für mich definitiv ein Sport. Ich bin selber nie talentiert genug gewesen, um irgendwas zu reißen. Wir wollen nur nicht Talent. Und deswegen machen wir jetzt YouTube. Ich finde es auf jeden Fall ist eine tolle Sportart. Eure Meinung dazu würde uns, glaube ich, sehr interessieren. Auf jeden Fall. Ab nach unten in die Kommentare. Und der Makatze sagt uns direkt, was wir nächstes Mal als Thema haben. Ja, im nächsten Talk, liebe Freunde, werden wir uns einem Thema widmen, was wir alle aus der Kindheit kennen und auch sehr, sehr lieben. Hol ihn raus. Wir reden über Pokémon, liebe Freunde. Wir bedanken uns bei allen Leuten, die uns die Videos geschickt haben und wollen natürlich auch wieder zum Thema Pokémon Videos von euch haben. Könnt ihr uns ruhig eine PN schreiben und eure Einsendung an uns schicken. Schaut unbedingt mal bei den Leuten vorbei, die bei uns im Video vorgesprochen haben. Wir bedanken uns, wenn euch das Video gefallen hat, ruhig einen Like da lassen oder uns abonnieren. Bis dahin. Zweimal. Mach einen neuen Account nochmal like. Definitiv. Noch like. Fake-Accounts, wir bestehen nur aus Fake-Accounts. Bis dahin, euer Buddy, Melo, Makatze, Nick. Und ciao. Das war's. Und der AWP-Guy, immer AWP, Big Biceps. AWP, Big Biceps. Big Biceps. Big Biceps.